Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steuerungeheuer. Heute mit Ulrich Siegmund, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt. Wir befinden uns hier in Stendal. Hinter uns ist eine neue Erstaufnahmeeinrichtung, die es bereits vor Eröffnung geschafft hat, in das Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes zu erscheinen. Uli, seit Anfang an kämpfst du schon gegen diese Steuergeldverschwendung. Erzähl mal ein bisschen was. Was sind so die Eckdaten? Was war mal ursprünglich geplant? Wie viel sollte der ganze Spaß hier kosten? Also erstmal muss man sagen, dass dieses Projekt hier natürlich niemand richtig möchte. Über 1000 Menschen sollen hier untergebracht werden, hier in Stendal, am Rande der Stadt. Und das ist natürlich eine Situation, die hier vor Ort auch ja, die Akzeptanz überhaupt nie gefunden hat. Niemand wurde gefragt, möchten wir das hier? Es wurde einfach gemacht. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille sind ganz klar die Kosten, die immer weiter ausufern. Ursprünglich waren mal 20 Millionen Euro im Gespräch, dann waren es irgendwann 30. Und aktuell liegen wir bereits bei entstandenen Kosten von 45 Millionen Euro für dieses Objekt. Und das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange, wie wir nachher noch sehen werden. Viele Objekte sind immer noch nicht saniert, sind immer noch eine absolute Ruine, beispielsweise die Mensa. Hier soll noch eine große Küchenanlage entstehen, also nochmal ausufernde Kosten, die noch gar nicht abschätzbar sind. Dazu noch weitere Kosten für den Innenausbau. Wir begleiten das ganze Projekt parlamentarisch, weil wir es auch auf allen Ebenen verhindern wollten. Wir haben mehrere Anträge auch im Landtag von Sachsen-Anhalt gestellt, dieses Projekt zu verhindern, umzuwidmen in eine Abschiebeeinrichtung. Und natürlich nie mit Erfolg gekrönt. Alle unsere Initiativen wurden verhindert, wurden blockiert. Und das, obwohl die Parteien, die Fraktionen, die hier auch im Kreistag sich gegen dieses Objekt immer wieder aussprechen, im Landtag dann doch dafür stimmen, zum Beispiel die CDU. Ja, Uli, erzähl mal so ein paar Zahlen noch dazu. Also du sagst, 1000 Asylforderer sollen hier untergebracht werden. Wie viele Einwohner hat denn Stendal und wie ist da so die Relation im Verhältnis? Stendal hat jetzt knapp über 30.000 Einwohner, aber es ist natürlich vor allem für diejenigen, die hier in unmittelbarer Umgebung wohnen, eine ziemliche Belastung. Das ist hier direkt daneben, das ist eine Einfamilienhaussiedlung. Das finden die Menschen natürlich nicht so optimal, die direkt hier dran wohnen. Und das ist eine Herausforderung auch für diese Stadt, weil ja noch viele andere Aspekte damit zu berücksichtigen sind. Was ist mit den Rettungseinsätzen, mit der Polizei, mit der inneren Sicherheit? Das sind ja alles mit der Beschulung etc. Das sind alles Probleme, die auf die gesamte Umgebung zurollen. Ja, wir kennen das ja aus Halberstadt. Da gibt es ja auch immer wieder negative Ereignisse im Zusammenhang mit der dortigen Erstaufnahmeeinrichtung. Wir haben die auch früher mal besucht gehabt und auch sehen müssen, dass es dort denn Prostitution vor Ort gab und immer wieder Skandale, immer wieder Polizeieinsätze. Also das ist für so eine Region mit wenig Einwohnern und Halberstadt hat deutlich mehr als Stendal, ist das schon eine starke Belastung. Mich würde noch interessieren, wie war denn die Bauplanung? Üblicherweise ist ja alles, was so in Sachsen-Anhalt angefangen wird, nicht so schnell in der Fertigstellung, sehen wir ja an der A14. Wie war das hier? Naja, auf der einen Seite haben wir uns auch gefragt bei der Beantwortung der kleinen Anfragen, warum man hier diverse Schutzbereiche und Trennungsbereiche vorsieht. Also die Landesregierung hat ganz klar gesagt, dass die Bevölkerungsgruppen hier unterschiedlich separiert trennen möchte. Und das birgt natürlich für viele Stendaler auch ein Fragezeichen, geht es dann Richtung Konfliktpotenzial, was erwartet die Stadt? Und das finden die Leute alles andere als witzig. Dann muss man zum Baufortschritt an solchen sagen, das ist halt leider Gottes in Anführungszeichen typisch deutsch, was hier passiert. Das Thema BER ist ja mittlerweile bekannt in diesem Land. Massive Planungsfehler offenbar, weil dieses Projekt sollte schon vor vielen Jahren fertig sein. Jetzt stehen wir hier im Jahre 2023 und es ist noch lange nicht fertig. Die ganze Mensa ist noch nicht fertig und ein Ende ist noch gar nicht absehbar. Das heißt, es gibt noch kein konkretes Fertigstellungsdatum und das wird wahrscheinlich auch mit mehreren Kosten noch verbunden sein. Das ist ganz klar. Die bisherigen Kosten sind ja enorm. Was kommen eigentlich so für jährliche Kosten hinzu? Also man hat ja einmal die Errichtungskosten. Wir sprechen hier von aktuell 45 Millionen Euro für 1000 Personen. Das macht allein schon nur für die Errichtung des Platzes 45.000 Euro für eine Person. Und man rechnet noch mit Kosten im zweistelligen Millionenbereich über 10 Millionen Euro laut unserer kleinen Anfrage für die Verbrauchskosten. Man muss bedenken, wir brauchen Sicherheitspersonal. Wir brauchen externes Reinigungspersonal. Wir brauchen externes Küchenpersonal. Also wir brauchen einen ganzen Stab an Mitarbeitern, der das alles am Laufen halten wird. Und das wären gigantische Kosten. Und das heißt pro Jahr? Das alles pro Jahr. Und hier muss man ganz klar jetzt mal eins festhalten. Das sind alles Gelder, die uns an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, wir hätten viel lieber dieses Geld in unsere Schulen investiert, in die Krankenhäuser investiert, in die innere Sicherheit. Also das ist jeder Steuereuro in diesem Land kann ja nur einmal ausgegeben werden. Und wir reden hier über solche Größenordnungen, dass einfach niemand Verständnis darüber hat, dass in diesem Land überall gespart wird, aber hier so viel Geld bereitgestellt wird. Ein zweistelliger Millionenbetrag hätte es auch gekostet, wenn man deinen Antrag durchgewunken hätte mit dem kostenlosen Mittagessen in den Kitas und Schulen. Das ist richtig. Wir wollten kostenloses Schul- und Mittagessen für alle Kita- und Schulkinder in diesem Land bis zur 4. Klasse. Zum zweiten Mal bereits abgelehnt mit dem Argument, man habe ja kein Geld. Aber man sieht es hier, es fällt an anderer Stelle leider Gottes vom Himmel.
Die politische Doppelmoral zeigt sich hier ganz besonders. Wieder ist es so, dass auf kommunaler Ebene die etablierten Parteien sich auch gegen diese Erstaufnahmeeinrichtung aussprechen. Aber auf Landes- und Bundesebene unterstützen sie das Projekt, vor allem die CDU.